Hallo miteinander, ja, mein Name ist Andreas Voss vom WakeTools Wakepark und von WakeTools.de. WakeTools Wakepark ist eine Wasserski- und Wakeboardanlage in Wörth an der Isar und der angeschlossene Shop ist WakeTools mit einem Online-Shop WakeTools.de. Vor Corona lief das ganz normal, ja, hat man definitiv sowohl den stationären Shop, also wir verkaufen natürlich an der Anlage, den Kunden, die hier Wasserski und Wakeboard fahren, das Equipment direkt aus der Fläche raus, ja, und den Online-Shop, ja, der lief die ganze Zeit. Insofern war tatsächlich erst ab 17. März 2020 das brennt sich in den Kopf ein, dieses Datum, ja, weil wir noch am 14.15. letztes Jahr noch die Eröffnung hatten, ja, und tatsächlich gefeiert haben, ja, dass wir einen neuen Unterpächter für die Gastronomie hatten und alles. Ja, deswegen ab 17. März war dann geschlossen. Das spiegelte sich nicht nur im stationären Geschäft und an der Anlage, ja, wo tatsächlich der Shutdown einfach so war, ja, dass man gesagt hat, man kann einfach nicht mehr öffnen, ja, aber auch mit 70%igen Umsatzrückgang im Online-Geschäft wieder, weil nicht nur wir wurden ja geschlossen, sondern alle anderen Wakeboard-Anlagen in Deutschland auch. Und wo kein Wakeboard gefahren werden kann, ja, da braucht man kein Equipment. Deswegen ging dann dementsprechend die Online-Umsätze auch zurück. Ja. Und dann ging es wieder los. Nach ca. 50, 58 Tagen, ja, Mitte Mai, Ende Mai ging es dann wieder los mit extremen Einschränkungen hinsichtlich Umkleidekabinen, Hygienekonzept etc. etc. Erstmal sportlichen Betrieb, die Leute durften nur zum Wakeboardfahren kommen, durften sich nicht hinlegen, durften sich nicht umziehen, mussten quasi schon fast umgezogen kommen. Und sind dann gefahren, sind wieder gegangen, mit großer Dankbarkeit, dass sie wieder dürfen. Mir war ich hochdankbar, dass die Kunden überhaupt noch gekommen sind. Und war eigentlich insofern eine tolle Zeit zwischen den Kunden und uns, weil wir gesagt haben, man darf wieder. Und das war toll, die Zeit davor war weniger toll, um nicht zu sagen. War also ein Schlag ins Gesicht, dass wir hier geschlossen wurden. Wir haben tatsächlich staatliches Geld bekommen, sowohl für den einen Betrieb, also für den Shop, als auch für den anderen. Interessant ist die Wortwahl Unterstützung, weil da will ich eigentlich gleich einhaken. Eine Unterstützung, finde ich, ist ein bisschen doppelmoralisch, weil eigentlich ist es ja so, dass man keine Unterstützung gebraucht hätte, wäre man nicht geschlossen worden. Das ist ungefähr, wenn ich dir den Arm breche, ich gucke zu, wie er krumm zusammenwächst, und 6 Wochen später komme ich und sage dir, ich gebe dir 10 Euro für den Gips als Hilfe und stelle mich dann als helfende Hand da, dann ist das irgendwie falsch. Im Endeffekt ist es so, dass uns geschädigt wurde, wir sind die Geschädigten, und eigentlich sollte eine Entschädigungsleistung tatsächlich von demjenigen, der uns geschädigt hat, kommen. Und ich sehe das definitiv nicht so, dass es der Virus ist, der einen geschädigt hat, sondern tatsächlich die Politik ist aufgrund der Fehleinschätzung oder der Einschätzung, die sie getroffen haben, zu dem Schluss gekommen, die Wirtschaft auf Null runterzufahren, und hat uns, insbesondere die Unternehmer und Selbstständige, einfach geschädigt. Und hier jetzt zu sagen, es gibt Hilfen, egal ob man die Soforthilfe nennt oder Überbrückungshilfe oder ein Überbrückungsgeld oder wie auch immer, ist weder eine Hilfe noch eine Unterstützung, sondern eigentlich schlichtweg das, was ich erwartet hätte, aber nicht in der Höhe, sondern tatsächlich den realen Ausfall, den jeder hatte. Und das passiert nicht. Dazu kommt auch noch dass es vom Zeitpunkt her nicht dann kam, wo eigentlich der Schaden entstanden ist, sondern einfach zeitverzögert. Viele, die vielleicht nicht selbstständig sind oder keine Unternehmer, die kennen das nicht, dass man sagt, man finanziert sich aus dem Cashflow, das muss ich vielleicht erklären. Cashflow ist aus den Einnahmen, werden auch die Kosten oder die Ausgaben entsprechend gedeckt. Wenn
wenn wir so wirtschaften würden, dass wir grundsätzlich die Einnahmen für 3 Monate irgendwie zur Seite legen und dann erst die Rechnung bezahlen, hätten sicherlich unsere Gläubiger ein Problem. Wir haben das Glück, dass wir frühzeitig uns technologisiert haben. Ja, das kommt daher, dass ich habe mein Studium beendet, als die New Economy startete, ja, und auch die Dinge, die Blase dann kurz danach zerplatzte. Aber das Interesse am Internet, ja, und an der neuen Technologie am Computer kam tatsächlich in einem Sportökonomiestudium, ja, wo ich dann zum Schluss tatsächlich an der Dingen am Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl über virales Marketing geschrieben habe. Ja, da sind wir wieder bei dem Wort viral. Ja, deswegen lustigerweise ist es dann so, dass man 25 Jahre später tatsächlich, dass ich dann nochmal Gedanken macht über seine Diplomarbeit, virale Verbreitung und eben exponentielles Wachstum. Aber wie gesagt, aus der Zeit rührt auch dann diese Internetkompetenz, ja, oder diese zumindest Internetaffinität her. Ja, und so konnte ich Sport als auch dieses Internetgeschäft, ja, verbinden. Ja, und deswegen zum Glück war ich nicht angewiesen auf Click and Collect oder sonstige Ad-Hoc-Lösungen, die es jetzt für stationäre Geschäfte gab, sondern mein Geschäft basiert eigentlich schon als eine Säule auf einem E-Commerce-Online-Shop. Muss man ein bisschen weiter ausholen, ja, wenn ich das darf. Ja. Im Unternehmer steckt meines Erachtens die Unternehmung drin, ja, und, ja, damit man in irgendeiner Form was unternehmen kann. Dagegen unternehmen kann, dafür unternehmen kann, für sich selber was unternehmen kann, aber in erster Linie für seine Kunden was unternehmen kann, braucht man einfach Rahmenbedingungen und eine Plattform, die stabil ist und die vor allem ein machen lässt, will ich jetzt mal sagen, die Freiheit, dass man sich innerhalb von dem, was man als Vision hat, auch tatsächlich entfalten kann, ja, und das Bestmögliche seinen Kunden zur Verfügung stellen, dass die wiederum, ja, innerhalb des Themenkreises, wo man sich aufhält, in einer besseren Welt leben. Ja, das ist nämlich das, was ein Unternehmer in erster Linie eigentlich machen will. Da geht es nicht ums Geld. Ja, er will was schaffen, er hat eine Vision, ja, damit es nicht ihm in erster Linie, sondern seinen Kunden, ja, besser geht in dem, was er gut kann. Und was man besser hätte machen können, ja, man hätte definitiv, ja, sich besser vorbereiten können auf einen Katastrophenfall, auf eine Pandemie. Und wenn es auch nur eine Epidemie ist, ja, also was Nationales, ja, ist egal. Es gab anscheinend auch vom RKI als auch, ja, vom Katastrophenschutz 2013 ein entsprechendes Szenario, das dokumentiert wurde in der Studie. Das scheint die Regierung, nicht nur die damalige, weil die damalige ist auch die heutige, ja, ignoriert zu haben und hat sich halt schlecht darauf vorbereitet. Und wie gesagt, wir Unternehmer haben jeden Tag Viren. Wir haben jeden Tag Feuer, die wir löschen müssen. Und wir können nicht auf irgendwelche Staatsgelder, ja, auf Druckerpressen, ja, wo das Geld einfach, ja, gedruckt wird, zurückgreifen. Wir müssen mit diesen Bränden jeden Tag umgehen und wir lösen sie direkt, beziehungsweise wir antizipieren. Ja? Wir schauen in die Zukunft, ja, und sichern uns gegen solche Fälle ab. Kann niemand, ja, in hundertprozentiger Form. Aber wenn dann was kommt, ja, dann sind wir im Feuerlöschen definitiv besser und kapitulieren nicht und stecken den Kopf in den Sand und sagen, jetzt müssen wir einfach mal hier schließen, weil wir können es uns definitiv nicht erlauben zu schließen, ja, weil dann ist einfach unsere Existenz weg. Deswegen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was hätte besser laufen können? Also hätte sich Punkt 1 besser vorbereiten können, man jetzt antizipieren müssen. Es ist nicht so, dass es keinen SARS gab. Es gab MERS, ja, SARS in China, schon 2003, wenn ich es richtig erinnere. 2006 gab es MERS, ja, in Saudi-Arabien. Coronaviren sind definitiv 100 Jahre alt. Ja. Es ist nicht so, ja, dass uns da was völlig Unbekanntes getroffen hat, sondern man hat definitiv, ja, ignoriert, dass sowas kommen kann. Und hat sich, ja, bei den Verantwortlichen, die meines Erachtens, ja, für die wirtschaftliche Plattform, ja, verantwortlich zeichnen, ja, hat man sich nicht vorbereitet. Ich denke, die Gesellschaft hat sich schon verändert.
Also es ist nicht so, dass das Ding, dass es jetzt nur wegen Corona kam. Corona ist meines Erachtens ein Katalysator. Es ist auch so, was die Gesellschaft verändert sich immer, ja, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass in den letzten 100 Jahren nichts passiert ist. Ja, und seit 2020 haben wir plötzlich ja, den großen gesellschaftlichen Umbruch ja, oder Einbruch oder größere Verwerfungen. Das ist tatsächlich ein Prozess, ja, der findet die ganze Zeit statt. Und selbstverständlich haben technologische Innovationen wie das Internet, ja, wie bessere Autos, wie neuer Treibstoff, wie erneuerbare Energien etc. haben definitiv dazu beigetragen, dass wir heute ein anderes Leben haben und dann vielleicht auch miteinander anders umgehen. Ja? Definitiv, was da jetzt passiert ist ja, durch die Pandemie beziehungsweise durch die Reaktion auf die Pandemie, ist einfach so, dass wir in unserem gesellschaftlichen Miteinander ja, sind wir definitiv weit auseinandergerückt ja, und gezwungen worden, ja, auseinanderzurücken. Das Wort Abstand ja, ist, glaube ich, nie so oft gebraucht worden ja, wie in diesen Tagen. Aber ich bin ein Mensch, der ist definitiv groß geworden mit der Erziehung, ja, dass man sich die Hand schüttelt. Ja, und wenn man einen gern hat, umarmt man eigentlich sich auch ganz gern, um dem anderen zu zeigen, ja, dass man gern hat oder dass man ihn wertschätzt. Das sind alles Dinge, ja, die sind in der Zeit Gott sei Dank nicht ganz verloren gegangen, ja, aber sie wurden ja, also mit Macht unterbunden. Was sicherlich seinen medizinischen ja, und seinen, wenn man Virologen fragt, seinen Sinn und Zweck hat. Die Frage ist einfach, ja, ob es tatsächlich auf diese lange Dauer ja, nötig gewesen wäre. Siehe Neuseeland, ja, die sind diese Krise ganz anders angegangen. Ja, und soweit ich mitbekommen habe, ja, das erste Rockkonzert ja, war vor 8 Wochen ja, mit 50.000 Zuschauern. Also es geht auch anders. Ja, Herr Söder weist ganz gern oder wies zumindest ganz gern ja, auf andere Länder hin. Da wurde es ein bisschen ruhiger ja, seit dem Impfthema als auch ja, jetzt beim zweiten Lockdown, ja, beim ersten haben wir uns noch dargestellt, als ob wir die beste Nation sind innerhalb der Krise. Mittlerweile sind wir, glaube ich, ja, eins der Schlusslichter. Und zurück zur Gesellschaft. Ja, es ist einfach so, ja, das Ding, dass, obwohl ich einen Online-Shop habe und internetaffin bin, ein Kundenkontakt in irgendeiner Form ja, ist definitiv für jeden Unternehmer ja, extrem wichtig ja, und sollte in persönlicher Natur stattfinden. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens am Telefon ja, oder durch eine persönliche E-Mail oder wie auch immer. Aber der persönliche, direkte Kontakt ohne Maske, ohne Plexiglas, ja, ohne in irgendeiner Form sich anschreien zu müssen, ja, weil man zu weit wegsteht, ist wichtig und sollte nach Möglichkeit so schnell wie möglich wiederkommen. Das ist schwierig mit der Zukunft, ja, weil wie gesagt, Glaskugel gucken ist immer schwierig. Ja. Ich denke, ja, dass wir so aufgestellt sind ja, bei Wegtools mit der ganzen IT-Infrastruktur ja, und auch dem Geschäftsmodell, dass ich denke, ja, wir werden da gut durchkommen. Was noch passiert, was wirtschaftliche Verwerfungen, ja, die dann ja tatsächlich in die Gesellschaft übergehen, ja, ist nur schwierig ja, zu antizipieren und vorauszusehen. Rosig ist es aus meiner Sicht nicht. Irgendwann wird die Zeche ja, tatsächlich gezahlt werden müssen ja, und was hier an Gelder ja, tatsächlich aufgenommen wurde, ja, gedruckt wurde, generiert wurde, ja, in das System zur Erhaltung reingesteckt wurde, muss irgendwann von irgendeiner Generation ja, zurückgezahlt werden. Und da bezweifle ich, ja, dass man auf den Stand ja, von 2019 so schnell wieder zurückkommt. Da erwarte ich eigentlich ja, mindestens 10 bis 20 Jahre, ja, bis man denkt, dass man in irgendeiner Form wieder tatsächlich Land zieht. Und das hat jetzt nichts mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun. Ja, das hat tatsächlich mit einem Schuldenberg, der hier aufgebaut wurde, ja, wo ich, also ich persönlich, ja, kann mir tatsächlich ja, 1,6 Billionen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, die mal kurz der Herr Biden ja, da jetzt locker gemacht hat. Aber ich glaube, wir liegen nicht so weit weg ja, von diesem Betrag in der Europäischen Union. Und das tatsächlich ja, wieder zu erwirtschaften. Und wer erwirtschaftet es denn? Wir haben 30 Millionen
Leute in Deutschland, die arbeiten. Ja, von 82 Millionen insgesamt. Von diesen 30 Millionen sind über 10 Millionen sind im Staatsdienst. Das sind 20 Millionen, das ist ein Viertel nach meiner Rechnung, ja, sind eigentlich die tatsächlich für dieses Bruttoinlandsprodukt sorgen, die tatsächlich zur Arbeit gehen als Angestellter, die Arbeit schaffen als Unternehmer. Ja, und wenn man die dann tatsächlich von heute auf morgen auch zumacht und jetzt, ja, Stand heute, ja, das habe ich gerade eben gelesen, dass es wieder verlängert wird, der Lockdown, ja, auf 28. März, Stand heute, keine Perspektive gibt, wann es wieder losgehen soll, wie es wieder losgehen soll. Und da geht es ja noch gar nicht drum, ja, ob die Kunden wiederkommen, ob die Kunden, ja, das Geld noch haben, ja, es auszugeben, ob die Kunden noch Lust haben. Ja, die Frage ist tatsächlich, ja, passiert bei mir, ja, bei den Wakeboard-Kunden eventuell eine ähnliche Tendenz hinsichtlich Jahreskarten, hinsichtlich Stammkunden. Ja, die sagen, du, ich konnte jetzt ein Jahr nur eingeschränkt oder konnte nur bedingt und jetzt wissen wir auch erst recht nicht, wann es wieder losgeht. Ist für mich eine extrem wichtige Kundschaft, ja, die Stammkundschaft, ja, weil die einfach immer kommen, die ziehen andere mit. Ja, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht und die Perspektivlosigkeit, ja, aufgrund einer Sätzen 6 Leistung, ja, der Politik, ja, und aber auch, ja, des gesamten Staatsapparats in Deutschland. Wenn wir nicht öffnen können, ja, hoffen wir nicht auf eine Wahl, sondern, ja, wir müssen schließen. Und mit der Abschaffung des Insolvenzgesetzes, ja, weil nach dem Gesetz, hätten sie das nicht ausgesetzt, wären wir tatsächlich alle in der Insolvenzverschleppung und eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als eine Insolvenzamnesie. Ja, das ist keine Verschleppung mehr, sondern das ist eine Amnesie. Die Gläubiger müssen immer noch bezahlt werden, ja, die warten immer noch auf ihr Geld. Egal, ob das der Pächter ist, ob das der Lieferant ist oder sonst irgendwas. Und 9.000 Euro bei einem Unternehmen, ja, bei einem Unternehmen, ja, wo einkauft, ja, im Ding im hohen sechsstelligen Bereich, ja, verstehen Sie, das Erste, was ich im März letztes Jahr gemacht habe, ist erstmal, ja, Geld nachzuschießen und Geld aufzunehmen. Aus der privaten Tasche als auch aufzunehmen, ja, von der Bank, weil es definitiv mit 9.000 Euro wäre es direkt vorbei gewesen. Ja, die hätte ich gar nicht beantragen müssen. Ich glaube, das mit dem Glücksmoment, ja, die gibt es immer, die gibt es jeden Tag. Ja, das hat auch nichts mit Corona zu tun. Glücksmomente, egal ob im Privaten. Ich habe eine tolle Freundin. Ich habe zwei unglaublich tolle Gesellen, die gerade fertig geworden sind. Ja, der eine vor einem Jahr, der andere jetzt erst im Januar mit ihrer Ausbildung. Es gibt immer was zu feiern. Ich habe eine tolle Familie, tolle Geschäftspartnerin. Es läuft super und wir haben jeden Tag Spaß bei der Arbeit. Ja. Mit den Kunden, von denen will ich gar nicht reden. Ja. Es ist einfach so, dass es mit den Kunden ist super. Selbstverständlich gab es jetzt in dieser Not auch den einen oder anderen Kunden, der hat es nicht verstanden. Da, ja, musste man den Spreu vom Weizen trennen. Das ist auch völlig, aber im Gro, ja, waren einfach nur schöne Momente, ja, mit den Kunden da. Es wird nur überschattet. Ja, die Glücksmomente, ja, die sind weder weniger geworden, noch sind sie mehr geworden, die sind schon immer da, deswegen machen wir das Ganze hier. Deswegen hat man Spaß, ja, und deswegen geht man hier gern rein und deswegen, ja, schaut man auch nicht auf die Uhr. Ja, Arbeitszeiten gibt es für einen Selbstständigen nicht, ja, das ist einfach so, sondern macht es einfach gern, weil es ist eben nicht Arbeit, es ist die Berufung. So, überschattet wird es natürlich, ja, grundsätzlich, ja, wenn einfach die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn jemand anders seinen Job nicht richtig macht, ja, und einen dementsprechend, ja, das Sprichwort sagt, man kriegt einfach was, ja, man kriegt was in die Füße reingeworfen, ja, und stolpert. Ja, genau so ist es. Ja. Und deswegen, ja, Glücksmomente gibt es definitiv genug.